Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Uncut-Video hier auf meinem kleinen, aber feigen Kanal. Und nein, heute sprechen wir mal nicht über einen Film. Das haben wir die letzte Zeit öfters getan, beziehungsweise eine Serie, sondern ich habe ja gesagt, dass wir in diesem Format über alle Medien, die ich konsumiere, sprechen. Und heute ist es tatsächlich mal eine Buchrezension. Und zwar über ein Buch, bei dem mir am Ende auf den letzten zwei Seiten ordentlich die Kinnlade runtergeklappt ist. Und das ist mir bisher selten passiert. Heute sprechen wir über Delilah S. Dawsons Buch Bloom. Und nein, normalerweise wäre das ja jetzt der Moment, wo ich ein Buch in die Kamera halte. Aber ich bin leider ein kleines Kindle-Opfer. Von daher, ich lese Romane nur als E-Reader-Format. Ich kann es euch leider nicht zeigen, deshalb blende ich es jetzt gleich hier oder hier irgendwo ein, überlege ich mir gleich noch. Jedenfalls, ja, das Problem ist, gedruckte Bücher passen einfach nicht zu meinen Lesegewohnheiten. Ich lese vornehmlich meistens im Liegen, also seitlich, und das geht mit gedruckten Büchern einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich kann so nicht lesen. Ich bin auch immer unterwegs und dann lese ich zwischendurch mal. Ich kann nicht immer ein Buch mitschleppen, also ich lese einfach E-Reader. So, okay, egal. Wir sprechen jedenfalls über Delilah S. Dawsons Bloom. Das ist tatsächlich noch gar nicht auf Deutsch erhältlich, habe ich gesehen. Zumindest habe ich es vorhin auf Amazon nicht gefunden. Ich glaube, es ist tatsächlich momentan nur auf Englisch erhältlich. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, weil es ist ziemlich leicht geschrieben und es ist auch nicht so lang. Ich glaube, es hat nur so um die 200 Seiten. Also es liest sich relativ zackig weg. Und von daher soll das für euch keine Abschreckung sein. Diese Rezension oder diese Kritik ist in zwei Teile eingeteilt. Wir sprechen am Anfang jetzt erstmal so ein bisschen allgemein rüber. Dann kommt ein Spoilerteil. Den werde ich vorher ankündigen. Den könnt ihr dann skippen, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt oder es noch lesen wollt. Da möchte ich kurz so über zwei, drei Dinge sprechen, die mich dann so. Oh, also gerade das mir die Kinnlade runtergefallen ist. Ich musste einfach mal drüber sprechen. Und am Ende gibt es nochmal so ein kleines Fazit. Das ist dann wieder spoilerfrei. Von daher, das ist alles mit Timestamps unten versehen und dann könnt ihr skippen oder ihr könnt auch das Buch auch erst lesen und könnt es dann gucken, wie ihr möchtet. Okay, starten wir rein. Blum erzählt uns die Geschichte der College-Professorin, ist sie, glaube ich, oder zumindest College-Dozentin Rosemary, die die Stadt, der sie ursprünglich gelebt hat, verlässt und eher in eine kleinere Stadt zieht, wo sie, also sie hat sich zuvor von ihrem Freund getrennt, zieht dann um, hat einen neuen Job. Und möchte so dieses ja eher schreckliche, nervige Erlebnis ein bisschen hinter sich lassen. Und eines Morgens geht sie auf einen nahegelegenen Bauernmarkt, wo sie den Stand von Ash, also eigentlich Ashlyn, entdeckt, die dort an ihrem Stand Cupcakes, Blumen und alles Mögliche so selbst hergestellte verkauft. Also so Handmade Stand oder so. Und nicht nur, dass sie sofort irgendwie den Cupcakes und den Sachen, die Ash da verkauft, verfällt, nein, sie verfällt auch Ash so ein bisschen direkt auf den ersten Blick, wobei sie uns direkt am Anfang sagt, dass sie eigentlich nicht wusste, dass sie irgendwie auch auf Frauen steht. Das ist ihr bisher noch nie passiert so. Bisher hatte sie immer Beziehungen zu Männern. Und das führt dazu, dass sie am Anfang auch ein bisschen unsicher ist. Ja, sie kommt dann immer wieder, kommt mit Ash ins Gespräch so, und von Anfang an merkt man schon irgendwie, die beiden Frauen haben irgendwie eine Art Connection miteinander, aber auch irgendwie ist es ein bisschen strange so, ja. Jedenfalls, die beiden docken dann so nach und nach mehr an, unterhalten sich öfter, und wie das Ganze dann so kommt, dann kommen die beiden sich halt auch tatsächlich näher. Also die Vibes, die Rosemary oder Rose, wie sie wo immer genannt wird, am Anfang so bekommt, die passt, die sind schon richtig irgendwie, weil Ash findet sie irgendwie auch interessant, aber das ist am Anfang alles nicht so ersichtlich. Und irgendwann kommt dann, lädt sie dann Rosemary mal zu sich nach Hause ein und dann nimmt das Ganze halt seinen Lauf. Also ja, es entwickelt sich da durchaus eine Romanze, die ja mal mehr oder weniger ja normal abläuft. Ich mag es ganz gerne, weil das ist nicht so ein, wie würde man jetzt sagen, so ein overly romantic Ding, wo man dann da so dahin schmelzt, sondern es ist tatsächlich einfach so dieses normale Andocken, wie wir das alle so im täglichen Leben irgendwie kennen. Ich finde, es ist sehr gut beschrieben,
wie Dawson das so schreibt. Und also es wirkt nie so überbordend. Also es ist kein Love- oder kein Romance-Roman, ganz im Gegenteil eigentlich. Und in dem Moment, wo die beiden sich näher kommen, und das ist das Besondere an diesem Buch, warum ich da auch drüber sprechen möchte. Weil ihr wisst ja, ich spreche hier nicht nur über Stories, ich spreche hier grundsätzlich eher immer darüber, wenn mich Dinge so innerlich, wie sage ich, angetriggert haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, die irgendwas bei mir hinterlassen haben. Und was dieses Buch bei mir hinterlassen hat, war, dass im Verlauf, wo die beiden miteinander andocken, es immer wieder zu so Situationen kommt, gerade so am Anfang, wo man so denkt, ist irgendwie strange. So, wisst ihr, so eine Art Red Flag irgendwie, die da so aufploppt, aber eigentlich hat man auch nichts Konkretes irgendwie. Ich will jetzt nicht auf Details eingehen, weil das dann, vielleicht hebe ich mir eher für den Spoiler-Teil dann auf, aber es kommt immer wieder zu Situationen, die den Leser oder mich irgendwie so mit echt viel Unbehagen zurückgelassen haben. Und ich meine, ich lese auch Horror und da ist das ja auch so beabsichtigt, aber dass mich das so auf so einer emotional will ich gar nicht sagen, aber auf so einer ganz komischen Ebene, so in der Bauchgegend irgendwie so antriggert, dass das immer so, wisst ihr, das fühlt, ich kann es gar nicht beschreiben, das sind so komische, so, wisst ihr, wenn man so ein bisschen Schock hat oder kurz Angst bekommt, wenn einem das so in den Magen reinfährt, nicht ganz so krass, aber doch so ein bisschen auf dieser Ebene. Und man hat immer so ein bisschen so, es ist halt Unbehagen, so ungemütlich irgendwie. Es verfliegt dann aber auch immer wieder so ein bisschen. Und ja, die Geschichte nimmt dann eben so ihren Lauf und es kommt immer wieder zu solchen Situationen. Und am Ende dieses Buches, sage ich mal so, ich sag's mal so, das Buch, so ab der zweiten Drittel, hat man so ungefähr gespannt, was da passiert. Also es ist nicht so, dass die Autorin einen quasi bis zuletzt im Ungewissen lässt, sondern die Dinge nehmen dann so ein bisschen ihren Lauf und so am Ende des zweiten Drittels kann man sich ungefähr denken, was passiert. Und das passiert dann tatsächlich auch, aber die Massivität, die dann auf den letzten zwei Seiten passiert, also man ist dann so mit dem, was danach dann so kommt, erstmal ist vollkommen okay, so da als erwartet man, aber das, was auf den letzten zwei Seiten passiert, ich habe dann da gesessen und, also wenn mich da jemand bei beobachtet hätte, Grüße gehen übrigens raus an Larissa's Library, von der ich diese Buchempfehlung überhaupt habe, und der es ganz genauso ging, dass sie dann quasi, dass wir dann am Ende da saßen und irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich den Mund dabei offen hatte, aber irgendwie hat mich das schon sehr nachhaltig, also ich musste so zwei, dreimal kurz durchatmen und dann war es halt auch rum. Und das ist auch der Grund, warum ich über dieses Buch heute sprechen wollte, weil es ist jetzt literarisch nicht das nächste Tolstoi-Buch, auf keinen Fall, ja. Und es liest sich auch so schön weg, aber ich hatte das selten, dass mich was so auf so einer tiefen Ebene so antriggert, wisst ihr? Und wenn ihr das auch erleben wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil es liest sich wirklich super schnell weg. Aber es ist ein interessantes Erlebnis. So, und jetzt möchte ich auch über diese Erlebnisse, diese Dinge sprechen, die da passieren, weil die sind einfach so krass, dass ich darüber reden muss irgendwie. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann ist jetzt euer Moment gekommen, zum Fazit zu springen. Für alle, die das Buch schon gelesen haben, die dürfen jetzt dranbleiben, weil jetzt rede ich völlig frei. Also, es ist ja so, dass am Anfang dann auch so Sachen kommen, ne, wenn Rosemary dann das erste Mal bei Ash im Haus ist und sie dann so quasi auf der Veranda sitzt und sie dann nach drinnen geht und dann geht sie abends auf Toilette rein und guckt dann sich ein bisschen im Haus um und dann will sie so eine Tür öffnen und dann steht Ash plötzlich so im Wohnzimmer und sagt, wolltest du da reingucken? Ich hab dir doch gesagt, du sollst ja nicht reingucken. Also das hatte sie ihr vorher gesagt, du sollst ja nicht reingucken oder so Sachen, die, wenn sie dann am Tisch sitzen und zusammen essen und Rosemary anfängt zu essen und Ashlyn dann gleich so, in diesem Haus beten wir zuerst. Also diese offene homosexuelle Frau, die da, ne, so ihr Best Life da irgendwie so lebt, so abgeschieden und so,
die dann so völlig so in so einem herrischen, ja, Muster drin hängt, obwohl sie eigentlich ja immer beschreibt, dass sie sich so von ihrer Großmutter, bei der sie groß geworden ist, irgendwie so abgekoppelt hat. Oder auch die Szene, wo sie draußen auf der Veranda sitzen und dann ein Waschbär des Weges kommt und Ash holt erstmal eine Schaufel und schlägt diesen Waschbär tot. Mit dem Hinweis, naja, wenn die erstmal hier ankommen, ich baue hier halt Sachen an. Also sie hat für alles immer so eine Erklärung, ja, ne, mit den Waschbären. Naja, wenn ich baue ja hier Sachen an und die gehen dann an die Hühner dran und so, weil sie hat auch Hühner, weil sie hat so einen Bauernhof, wo sie halt eigene Pflanzen anbaut, eigene Hühner hat und so. Und wenn du halt einen reinlässt, dann kommen halt mehrere, aber das macht sie halt in... So direkt vor Ash, vor Rose, da kloppt die diesen Waschbär tot. Und dann gibt's immer noch so mehrere, diese Abkoppelung davon. Und dann dieser Hike in den Bergen mit dem Typen, der sie irgendwie beim... Also sie sind dann in den Bergen und dann kommt es das erste Mal dazu, dass die beiden miteinander rummachen. Und Ash ist durchaus der dominante Part und dann sehen sie irgendwann einen Typen, der in den Büschen steht und die beiden halt filmt. Und Ash grasst halt dann richtig aus, macht den richtig zur Sau. Und ja, dann gehen die beiden wieder zurück und dann sagt Ash plötzlich, ja, oh, sie muss noch was erledigen irgendwie, du kannst schon fahren, Rose, und sie bleibt dann so zurück, obwohl das Auto von dem Typen noch da steht und Rose hat die ganze Zeit so das blöde Gefühl, ja, wenn der Typ jetzt wiederkommt, nicht, dass dir was passiert und so. Ja, und es läuft dann halt auch ganz schnell darauf hinaus, das habe ich vorhin ja so gemeint, im zweiten Drittel merkt man dann ja irgendwann, okay, mit dieser Ash stimmt halt irgendwas überhaupt nicht und dann bekommt man auch so langsam so das Gefühl, okay, die hat diesen Typen halt im Wald, den hat die halt umgebracht, ja, den hat die halt platt gemacht, die ist bewusst da geblieben, weil sie Rose dann später auch erzählt, ja, sie hat ihren Schlüssel im Wald verloren, sie musste nochmal zurück und deswegen war sie noch nicht zu Hause, weil die dann eben dann zu ihr fährt. Also ganz, ganz, also man denkt sich dann irgendwann, dass sie den platt gemacht hat und das passiert dann letzten Endes auch. Es gibt dann ja nochmal so eine Szene, wo Rose dann bei ihr abends ist und dann trinken die was und dann geht's ihr plötzlich total schlecht und dann denkt man sich schon, da hat die der was ins Trinken getan oder so, also so K.O.-Tropfenmäßig irgendwie. Naja, es kommt dann jedenfalls natürlich, wie es kommen musste. Man denkt sich ja am Ende des zweiten Drittels schon, dass sie natürlich diesen Typen umgebracht hat und Ash stolpert dann natürlich auch dann runter in den Keller, Rose stampelt dann irgendwann runter in den Keller, wo dieser Typ dann halt noch liegt auf einem ja, Operationstisch. Ash hat ihm die Beine amputiert und der lebt aber auch noch und ja, natürlich macht sie aus Menschen dann halt Speck, den sie auf ihre Cupcakes macht. Sie benutzt das Fett, um damit dann Seife herzustellen und so, also... Das Einzige, was mich so ein bisschen drücken lassen hat, ist die Masse, mit der die sie da produziert. Also es wird nicht erwähnt, dass da in dieser Gegend öfters mal Menschen verschwinden. Also entweder macht sie das super geschickt oder ja, oder man hat es halt einfach links liegen lassen. Das wäre jetzt so eine kleine Logiklücke, die ich irgendwie... Aber es hätte, glaube ich, auch dazu beigetragen, wenn man das irgendwie gesagt hätte, dass man diesen Anfangspart, wo man sich so unwohl beifühlt, irgendwie nicht abarbeiten kann. Von daher... kriegt sie von mir aus da durchaus einen Freifahrtschein, weil sonst, glaube ich, hätte es nicht funktioniert an der Stelle. Ja, und es kommt natürlich an, wie es kommen musste. Rose findet den dann da unten so und dann lässt sie sich halt darauf ein, dann halt, weil sie Angst hat, dass Ash sie auch umbringt, ja, ich mach dann halt mit und so, ja, komm, wir machen das irgendwie zusammen. Und dann kommen halt diese letzten beiden Seiten, die erstmal so wirken, als ob Rose sich darauf eingelassen hatte und jetzt quasi mit Ash zusammen irgendwie da so eine Killer-Pärchen-Romanze fährt, so, ja, wir schlachten jetzt gemeinsam Leute irgendwie und dann kommt halt dann irgendwie dann ganz plötzlich raus, dass sie halt Rose auch die Beine amputiert hat, damit sie nicht mehr abhauen kann und Rose ist ja Englisch-Professorin und hat dann eben also sie veröffentlicht in Magazinen dann Kurzgeschichten und hat halt in diese Kurzgeschichten Hilferufe eingebaut, also versteckte Botschaften in der Hoffnung, dass es jemand versteht und ihr hilft. Ash versteht das dann aber natürlich und ja, dann kommt es halt so am Ende, naja, ich habe dir so viel gegeben und wenn du meinst, du musst hier so Blödsinn schreiben, du hast ja noch deinen Mund, um dich mitzuteilen, dann amputiere ich dir jetzt halt auch die Hände und so. Und dann das ist diese letzte Szene,
wo ich dann wirklich so da saß, wow, das war nochmal ein Twist, den habe ich nicht so kommen sehen. Und da saß ich erstmal so da, so. Ja. Also nicht, kein, wie ich vorhin schon sagte, sicherlich keine Hochliteratur, aber irgendwie, boah, das hat mich angetriggert. Das ging mir bei noch keinem King-Buch so, das ging mir auch sonst bei Horrorbüchern bisher nicht so. Also, dass mich sowas auf so einer Ebene so im Bauch irgendwie kriegt, das hatte ich noch nicht. Ja, so. Ja, und jetzt für alle diejenigen, die jetzt zurückkommen und den Spoiler-Teil hinter sich gelassen haben. Mein Fazit daraus, aber der ganzen Geschichte, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, wir haben hier ein Buch, das mit Sicherheit jetzt kein Meisterwerk ist, aber wenn, also was heißt kein Meisterwerk, also kein Werk der philosophischen Sonstliteratur so, ne, aber ich finde, es war sehr erfrischend, weil es halt mal was anders macht und nicht unbedingt den Mustern so folgt, die man so kennt, und vor allen Dingen ist es das erste Mal so, dass mich sowas wirklich so auf einer tiefen Bauchgefühlebene so hart kriegt. Also ich fand es, ich habe das jetzt schon 5-mal gesagt, aber das ist sowas, das hinter mir lässt, und ich sehe dieses Buch und denke mir immer so wie, boah, alter Verwalter. Also wenn ihr mal was Kurzweiliges haben wollt, was euch wirklich auch kriegen kann, dann lest dieses Buch, es lohnt sich wirklich. Wirklich, 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 wirklich. Ich kann es wirklich allen nur weiterempfehlen. Und ja, vielleicht, wenn ihr es schon gelesen habt, lasst mir doch mal in den Kommentaren da, wie euch das gefallen hat. Wie ob es euch gekriegt hat oder ob ihr dachtet, so, bah, keine Ahnung, war nichts für mich oder so. Also es ist kein King-Buch, aber ich fand, sie hat das gut hinbekommen. Also, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, viel Spaß dabei. Wenn nicht, dann lasst mir mal einen Kommentar. Würde mich freuen, eure Meinung zu hören. In diesem Sinne, wir sehen uns dann spätestens Montag im nächsten Video wieder. Danke fürs Zugucken. Vergesst nicht, liken, subscriben, wenn ihr Bock habt. Und am Montag kommt dann ein sehr besonderes Video wieder mal, wo ich ein bisschen viel Herzblut reinstecke, was die Thematik angeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es alle schauen würdet. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis bald.